Ein Prophet ist einer, der von Gott her redet. So kann man einen Prophet betiteln. Oder ein prophetischer Mensch. Das ist der, steht auch auf euren Blättern irgendwo drauf, was ihr da so habt. Wenn Gott in ein Leben hineinspricht, kommt immer Licht hinein. Ja. Wenn Gott durch mich zu euch spricht, sollte aus meinem Mund Licht kommen. So, ihr könnt ja mal Gott fragen, was kommt denn beim Klaus aus dem Mund raus? Ist es Licht? Ist es Nebel? Oder sonst was? Ja? Ihr glaubt gar nicht, was alles passiert. So, wenn jemand spricht, für Gott spricht, und aus seinem Mund kommt grauer Nebel hervor, es gibt diese Dinge, ja? So, dann redet er aus dem Seelischen heraus. Wenn schwarzer Rauch rauskommt, dann dann husten wir. Ne? So, aber wenn Licht herauskommt, dann spricht der Heilige Geist durch dich. Ja? So, als Bert Holleran das mal so erzählt hat, dann habe ich gesagt, okay, das muss ich in Zukunft auch gut. Ich frage auch bei mir manchmal, also mir geht es jetzt gut und ich gehe jetzt davon aus, dass da schon Licht kommt. Und auch wenn mal ein bisschen was Seelisches mitkommt, so, okay. So, aber seither, wenn gewisse Leute da sind, dann frage ich immer, okay, was kommt aus ihrem Mund hervor? Ja, ich habe mal mitgekriegt, eine Lobpreisleiterin hatte Zoff vorm Lobpreis mit ihrem Sohn. Richtig Zoff. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn die jetzt Lobpreis leitet, was da aus ihrem Mund kommt. Und sie hat es die ganze Zeit nicht geschafft, obwohl sie die Wahrheiten Gottes gesungen hat. Und sie hat wirklich eine Salbung. Aber die ganze Zeit kam grauer Nebel aus ihrem Mund. Ja? Und wenn ununterbrochen grauer Nebel aus deinem Mund kommt, denkt ihr, der löst sich jetzt da auf? Nach einem Meter? Nein, es füllt den Raum. Und die anderen denken, das war halt ein komischer Lobpreis. Ich bin gar nicht irgendwie frei geworden. Oder irgendwie so. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, also wenn ein Prediger vor der Predigt Zoff hat mit seiner Frau, dann soll er sagen, Leute, ich kann heute nicht predigen. Oder so, ne? Oder wie auch immer. Also nur am Rande, was durch uns alles geschieht, was von uns